Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi und heute ist der erste Tag eines neuen Monats. Wir sind doch bestimmt alle neugierig zu wissen, welches Versprechen und welche Segen Gott für uns hat. Zuerst sollten wir den Herrn danken, der uns die letzten Monate geleitet hat. Die Erfahrung, mit Jesus zu wandeln, ist was Wunderbares. Die Hand des Herrn und Schöpfer der Erde zu halten. Wenn wir tagtäglich mit Jesus wandeln, spricht er mit uns jeden Tag. Er hat uns doch durch die letzten Monate geleitet. Er hat uns getröstet, während wir enttäuscht waren. Er öffnete unsere Augen zu unseren Fehlern. Auch heute hat der Herr ein bestimmtes Versprechen für dich. Ihr wollt doch bestimmt wissen, wo ich zurzeit mich befinde. Ich bin in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Florida auf einem Strand. Ich spreche mit euch von diesem schönen Ort, sodass wir für dieses Land für 21 Tage beten. Daher spreche ich mit euch jetzt. Welches Versprechen hat denn Gott für uns? Das Wort Gottes befindet sich in Micha 2,13. Es wird ein Durchbrecher vor ihren herauffahren. Der Herr hat sehr viele Namen. In diesem Bibelvers befindet sich eine Eigenschaft des Herrn. Er ist ein Durchbrecher. Unser Herr Jesus Christus beseitigt Hindernisse, die auf dem Weg sind. Vielleicht hast du sehr viele Hindernisse in deinem Leben beseitigt. Wenn du was erledigen möchtest, wird es verhindert. Hindernisse im Leben der Kinder, Hindernisse im Geschäftsleben, Hindernisse am Arbeitsplatz, Hindernisse befördert zu werden, Hindernisse, wenn man eine gute Tat erwartet. Sehr viele Menschen leiden daran, dass sie nie was Gutes erhalten haben. Aber Gott hat den Namen, den Durchbrecher zu sein. Gott ist bereit, alle Hindernisse in deinem Leben zu beseitigen. Er ist bereit, erfolgreich zu sein. Er eröffnet neue Wege. Als Israel von dem Herrn aus Ägypten befreit wurde, war das Rote Meer ein Hindernis. Als sie am Flüchten waren, war das Rote Meer ein Hindernis. Er ist doch der allmächtige Gott, der Schöpfer der Welt ist. Der Herr hat das Meer in zwei aufgeteilt, auf dieser Weite das Hindernis beseitigt. Das Meer war mindestens 19 Kilometer lang. Gott teilte es in zwei, sodass die Menschen durchgehen konnten. Genauso war es im Fluss Jordan, wo eine Überflutung das Volk Israel verhinderte, durchzugehen. Auf dieser Weise konnte das Volk Israel in die Befreiung gehen. In der Vergangenheit, eine Stadt zu erobern, musste man die Mauer durchbrechen. Dies war unmöglich, weil die Mauer sehr hoch und breit war. Aber mit der Hilfe von dem Herrn war all dies ein Kinderspiel. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Hindernisse, die du nicht bewältigen kannst. Hindernisse wie der Fluss Jordan. Du bist verzweifelt und weißt nicht weiter, wie du die Hindernisse beseitigst. Bist du deswegen verzweifelt? Der Herr sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich bin da, um deine Hindernisse zu beseitigen. Ich werde ein Durchbrecher sein und werde vor herauffahren. Glaubst du daran? Jesus Christus hat für uns Sünder am Kreuz sein Leben geopfert. Warum denn? Der Satan ist derjenige, der die Hindernisse erzeugt. Dieser Jesus ist bei dir und wird die Hindernisse vor dir beseitigen. Alle Hindernisse sollen beseitigt sein in Jesu Namen. Darum betet im Glauben mit mir zusammen. All die Hindernisse sollen heute beseitigt sein. Dieser neue Monat soll all die Hindernisse beseitigen. Darum betet im Glauben mit mir zusammen. Schon heute wird ihr ein Wunder erleben. Herr, wir glauben fest daran, dass du uns helfen kannst. Wir danken dir für dein Versprechen. Dieses Versprechen von Gott ist für mich. Alle Hindernisse sollen beseitigt sein heute in Jesu Namen, die der Satan mit sich bringt. Ändere die Situation. Der Herr, der Durchbrecher, wird vor mir herauffahren. Er wird durchbrechen alle Hindernisse, die ich habe.
Lieber Vater, wir danken dir, dass du alle Hindernisse diesen Sohnes, dieser Tochter beseitigst. In Jesu Namen beten wir, lieber Vater. Amen. Amen.